Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ihr seht, wir befinden uns mal in Roblox, mal was anderes wieder. Denn in meinem Lieblingsspiel Build-A-Boat ist das Osterupdate draußen. Ihr habt richtig gehört, ein Osterupdate. Und ihr könnt schon was sehen, hier liegen wieder ein paar Eier rum. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jedes einzelne Ei bekommt. Und zu Ende werden wir noch den Bossfight machen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute, also, ziehen wir es nun auch noch mit am Start hier. Und das erste Ei, das wir hier haben, ist das Gnome-Ei. Das Gnome-Egg. Eigenschaften? Es verschwindet irgendwo auf der Map, wo ihr es suchen müsst. Beste Lösungsmöglichkeit? Ihr harponiert es mit einer Drachenharpune und sobald es verschwindet, wird euch die Drachenharpune zeigen, wo sich dieser Gnome befindet. Das Gnome-Ei ist so, wenn man es berührt, verschwindet es irgendwo auf der Karte. Man muss es suchen. Dafür gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Ihr benutzt einfach eine Harpune, wie zum Beispiel Drachenharpune. Befestigt die an dem Gnome-Ei und wenn es jetzt berührt. Oh. Zeigt die Harpune, wo das Gnome-Ei ist. Ihr seht, die schwarze Linie zeigt nach da hinten, das heißt, das Gnome-Ei ist nach da hinten verschwunden. Also brauchen wir jetzt irgendwas, um da hinten hinzukommen. Und dafür mache ich einfach. Dafür baue ich mal ganz kurz was und wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich es fertig gebaut habe. Okay, Leute, auf geht's zum ersten Gnome-Ei. Das versteckt sich hier hinter diesem Baum. Interessant. Komm mal her. So, jetzt geht okay, es wieder weg. Ihr seht, der Harpune ist zwar noch hier, aber es ist gleich weg. Und jetzt ist es bei Team Pink, hinter dem pinken Baum. Und die Harpune zeigt uns natürlich wieder, wo das Gnome-Ei ist. So könnt ihr euch ganz einfach anzeigen lassen und müsst nicht 3 Stunden lang suchen. Ja, dann werde ich jetzt mal so lange machen, bis ich das Gnome-Ei habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, wir haben das Gnome-Ei. Hey! Okay, das erste ist vorbei. Also 1 von 6. Okay, ne, Leute, Blau. das nächste Ei, was wir haben, ist ein eher Space-Ei, also das hier. Das Space-Ei. Es ist eine Art Simon Says. Es gibt euch einen Farbcode vor und ihr müsst ihn eingeben. Beste Lösungsmöglichkeit: prägt euch gut den Farbcode ein und gebt ihn dann ein. Dieses Ei ist eine Art Simon Says und ja, ihr werdet schon sehen, was man damit jetzt machen muss. Da habe ich keinen Trick für euch. Ihr müsst jetzt gucken. Rot, rot, orange. Rot, rot, orange. Rot, blau, rot. Ach so, blau, rot, orange, rot, blau, rot. Und wir haben es, Leute. Da ist es. Das kann ich sagen, Interstellar-Ei. Okay, Leute, das nächste Ei, das dritte Ei, ist das U-Boot-Ei. Das U-Boot-Ei. Es ist sehr schnell und flieht vor euch, sobald ihr es berührt. Beste Lösungsmöglichkeit? Ihr nehmt eine Harpune, harponiert es fest und sobald es versucht zu fliehen, zieht er es an euch ran. Es kann sich nicht mehr bewegen und ihr könnt es einsammeln. Bei dem U-Boot-Ei geht es darum, ich würde euch raten, es erstmal einzufangen. Denn sobald ihr das berührt, versucht es vor euch wegzurennen. Seht ihr? So, jetzt versucht es kurz wegzurennen, aber wenn wir die Harpune dran haben, kann es nicht wegrennen und ihr könnt es einfach einsammeln. Easy gemacht. Okay, Leute, das nächste Ei ist das Eisei. Das Eisei. Es ist ähnlich wie das Tassenei vom letzten Jahr. Ihr müsst genau darauf achten, wo das Ei drunter ist. Beste Lösungsmöglichkeit? Ihr müsst einfach wirklich ein sehr gutes Auge haben und es ist Ei verfolgen. Und wenn ihr Ich das sehe schon. berührt, seht ihr hier in der Mitte, tut ihr einen Eisblock auf. Das ist theoretisch wie das Eis, wie das T-Ei vom letzten Mal und ihr müsst einfach nur gute Augen haben und das Ei verfolgen. Und ich habe mir jetzt gemerkt, es ist in der Mitte. Da ist es. Tada! Und schon habt ihr das Eisei. Ganz einfach. Okay, Leute, als nächstes käme das Raketenei dran. Raketenei. Eigenschaften: Es ist sehr schnell. Wie bekommt man das am besten? Baut einen kleinen Raum um diese Rakete. Das ist hier irgendwie ver. Mal gucken, ob wir es denn rauskriegen. Okay, ihr seht, das ist gut, dass er hier drin ist, denn er wird sich jetzt einfach versuchen, irgendwie hier raus zu befreien, kommt aber nicht weg und schlussendlich wird er irgendwo anhalten, wo wir dann ihn einsammeln können. Da können wir es einsammeln, genau hier. Tada, da haben wir es. Das letzte Ei, was jetzt noch fehlt, ist nur noch das Puzzle-Ei. Okay, ich habe tatsächlich ein Puzzle-Ei gefunden. Das Puzzle-Ei.
Eigenschaften. Es ist ein Puzzle. Beste Lösungsmöglichkeit, löst das Puzzle. Ja, Jena wird ein bisschen schwierig, aber wir schaffen das schon. Sobald es berührt, erscheint ein Puzzle und natürlich, ihr müsst jetzt einfach puzzeln. Genau, und wenn ihr dann alles fertig gemacht habt, erscheint das Ei und ihr habt auch somit das letzte. Okay, Leute, dann geht's auf zum Bossfight. Der ist sogar relativ einfach, muss ich gestehen. Also, ja, wir können ihn ja mal machen. Und ihr werdet dann einfach mich wiedersehen, wenn ich unten angekommen bin. Okay, wir sind endlich unten angekommen. In der Boss-Arena. Und ihr kommt ja wirklich nur rein, wenn ihr alle Eier gesammelt habt. Oh mein Gott. Okay, ihr seht schon, das ist gewaltig hier drin. Und hier ist dann der Knopf. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man den Boss so richtig besiegt. Erstmal beginnt es mit Phase 1. Ja, guten Tag. Habe ich Sie verärgert? Tut mir leid. Phase 1 ist ein Laser. Und damit ihr den nicht andauernd ausweichen müsst, stellt euch einfach auf das Geländer hier. Denn ihr werdet sehen. Da. Ihr kriegt keinen Schaden. Phase 1, Level 2. Ein zweiter Laser. Und sobald ihr immer noch auf dem Geländer steht, kriegt ihr einfach trotzdem keinen Schaden. Genau, dann Phase 2 ist einmal, dass der Laser einfach dreifach wird. Ne, Phase 1, Level 3, sorry. Also nach jedes Mal zweimal drüber hovern. So, okay, jetzt ist Phase 1 zu Ende. Jetzt kommt Phase 2 und zwar das Weglaufen. Denn hinter euch wird sich jetzt der Boden verschwinden lassen. Und nicht nur das, es kommt sogar noch ein Laser dazu. Sprich, Phase 2, Level 1, verschwindender Boden plus Laser. Ja, und jetzt gleich kommt Phase 2, Level 2 und zwar zwei Laser wieder. So, und noch der letzte Sprung. Somit ist Phase 2 auch vollendet. Kommen wir jetzt zu Phase 3. Das wird etwas schwieriger. Oh, moin. Haben wir wieder verärgert. Ist aber nicht schlimm. Denn Phase 3 wird euch schon ein bisschen Schwierigkeiten besorgen, falls ihr es noch nicht richtig ausprobiert habt. Ein Tipp dafür, zoomt einfach ganz weit raus. Denn jetzt kommt Level 1 und Phase 3, und zwar Spikes. Wird immer schwieriger. Und jetzt kommt Phase 3, Level 2. Und dafür solltet ihr jetzt wirklich weit rauszoomen, damit ihr auch seht, welche Spikes alle leuchten. Denn. Oh, fuck. Oh, Alter. Ihr seht, wenn man nicht aufpasst, wird man sehr schnell zerquetscht. So. Und jetzt geht's weiter. Und zwar mit Phase 3, Level 3. Ja, ihr seht schon. Hoi. Jetzt müsst ihr vor den Spikes wegrennen. Und am besten einfach drauf zulaufen. Genau. Ja, damit ist Phase 3 zu Ende. Phase 4, womit passt die Endphase? Ne, es ist die Endphase, sorry. Und zwar die Harpunphase. Kommen wir zu Phase 4, Level 1. Einfach so immer in der Mitte bleiben, rauszoomen am besten, wo dann schon was passiert. Und am besten nach dem letzten Schuss direkt loslaufen. Da habt ihr ein bisschen, könnt ihr ein bisschen Zeit einsparen. Ihr seht schon, das kommt von unten. Also wird sich auf dieser Seite was ausfahren, genau. Kommen wir nun zu Level 2. Und ihr seht schon, das sind jetzt ein paar mehr. Am Level 2 ist relativ kurz. Zack, genau. Denn jetzt kommt nämlich Level 3. Und Level 3, da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst euch merken, von wo was kommt. Erst geradeaus, okay. Dann rechts, dann hinten, dann links, okay. Dann erst schießen die, dann die, die und die. Level 3 ist somit auch abgeschlossen. Jetzt kommt unser Boss-Typer wieder raus und jetzt kommt nämlich Level 4 und das ist die Finale, das finale Level. Und ihr müsst versuchen, den Laser da hinten auf den Boss zu lenken. Dafür stelle ich mich jetzt einfach hier hin. Zack, getroffen. Jetzt wird er sich bewegen. Keine Sorge. Und da haben wir ihn. Oh, er hat noch. Hallo. Okay. Aber da haben wir ihn besiegt und haben eine Kanone bekommen.
Ja, und wir kriegen von jedem einen nochmal das, was dazugehört. Und zwar kriegt ihr eine Eikanone. Und ja, mit Recht Eikanone, denn ihr könnt euch reinstellen, wenn ihr euch schießt, werdet ihr zu einem Ei. Irgendwie lustig. Aber ja. Und natürlich fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch so, ja, okay, was ist jetzt mit den Eiern? Wenn ihr die nämlich platziert, dann seht ihr, steht da drüber, Hatches April 16. Also am 16. April werden die schlüpfen und dann kriegt ihr eure Rewards daraus. Könnt ihr schon mal freuen, da werdet ihr natürlich auch am 16. April nochmal ein Video dazu machen, was denn nun aus diesen Eiern rausgekommen ist. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.